Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampires Dawn. Wir haben uns jetzt ein bisschen im Nordwesten der Weltkarte umgeguckt und bevor ich stark genug bin, der Hauptstory weiter zu folgen, denke ich, ist es Zeit, noch ein paar weitere Gebiete zu erkunden. Zum Beispiel, ich würde sagen, ich mache einfach mal auf der Insel hier rechts, also hier auf in der Nähe von Uruia weiter, weil die Insel, die sich jetzt nördlich von uns befindet, die ist jetzt momentan, glaube ich, noch ein bisschen zu hart. Wenn ich mich recht erinnere, ich kann es mal testen. Ich habe ja gerade eben gespeichert, also wenn ich jetzt sterbe, dann falle ich eine Minute zurück. Hier gibt es aber irgendwo, glaube ich, auch einen Eingang, aber ja, ich kann es mal testen, glaube aber, das ist relativ hart. Also ich meine, der Totenkopf oben sagt schon, hey, es ist ziemlich schwer hier drin, aber es könnte trotzdem machbar sein. Ich bleib mal ein bisschen in der Nähe des Ausgangs. Vielleicht kann ich noch schnell an die Truhe ran. Okay, Waldgenie. Oder waren es Waldgenies? Ich weiß nicht, ist es Waldgenie oder ist es Waldgenie? Ich weiß es nicht. Sagen wir Waldgenie. Okay, ist ja auch egal. Blendet, Leute. Das könnte mal wichtig sein. Vielleicht mit schneller Tod. Wenn ich Glück habe, vielleicht noch erstummen lassen. Mal schauen. Weil erstummen lassen. Okay, zumindest sind sie mal blind. Erstummen lassen ist zumindest schon mal nicht so schlecht. Ist nicht betroffen. Ja, Walner, du darfst jetzt mal saugen. Du probierst es einfach nochmal. Und du saugst auch mal. Wobei, das sehen aus wie irgendwelche magischen Viecher. Vielleicht haben die gar kein Blut. Ich probier's mal. Autsch, 127. Ja, das ist dann wohl mein Tod. Ja, der hat kein Blut. 127. Okay, ich glaube, blind sind sie beide schon, aber ja, das wird nichts. Wenn ich Glück habe, kann ich sie vielleicht noch lähmen. Ich probiere es nochmal mit dem schnellen Tod. Vielleicht, wenn ich Glück habe. Nee, das wird nichts. Ah ja, diesmal sterbe ich auf jeden Fall. Dann lade ich direkt neu, aber ich dachte mir, ich probiere es vielleicht mal. Nee, die sind, glaube ich, weil du hast eine 50%ige Chance, die hier 50%ige Chance auf Tod und wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann. Ich habe es jetzt dreimal gezaubert und es hat nie geklappt. Ja, ich dachte mir, ich guck mal nach, aber seht ihr, solche Sachen mache ich auch nur, wenn ich gerade erst gespeichert habe. Das heißt, jetzt fliege ich mal in das Gebiet rechts von Uruia. Da gibt es meines Wissens auch noch irgendwo das Hexenhaus eventuell. Wir haben eine Quest angenommen in Uruia. Und irgendwo hier gab es noch was. Ich glaube, irgendwo hier. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich muss mal schnell nach einem Eingang suchen. Aber ich glaube, irgendwo hier gab es was. Genau, ja, das ist schon das Hexenhaus. Glaubt mir, als ich das erste Mal Vampires Dawn gespielt habe, hat es Jahre gedauert, die ganze Weltkarte abzulaufen und diese Dinger hier zu finden. Ich bin mir relativ sicher, dass die mich umhauen wird. Aber hey, ich habe gerade erst gespeichert. Noch sehe ich sie nicht, aber sie ist hier irgendwo offensichtlich. Schließlich sagen mir meine Vampirsinne schon, hey, hier ist irgendwo irgendjemand. Also ich werde das Mädel auch. Oh, Moment mal. Wir kommen um den Fluch. Oh, Moment, die ist ja unsichtbar. Okay, jetzt reicht's. Ihr werdet für eure Taten büßen. Jetzt wirst du. Okay, jetzt schauen wir mal. Das ist, glaube ich, die Hexe. Genau. Hoffentlich kann die bluten. Blut saugen. Du machst mal dunkle Klingen. Und du probierst mal erstummen. Ah ja, sehr schön. Eine Hexe, die verstummt ist, sollte er auf jeden Fall. Und sie kann auch bluten. Ich glaube, das wird machbar. Schauen wir mal, was sie jetzt macht. Die Hexe. Nee, die geht auf jeden Fall sterben. Ja, die kann jetzt nur noch mal angreifen, weil sie stumm ist. Das heißt, bluten tut sie, glaube ich, auch schon. Ich kann es jetzt mit normalen Angriffen einfach durchziehen. Die wird auf jeden Fall sterben. Denke ich mal. Oder hat sie geblutet? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das war's schon für sie. Starke Seele wahrscheinlich auch, ja. Tja, ich verfluch. Halt deinen Mund! Zack! Das hätten wir erledigt. So schnell kann es gehen. Tja. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es dafür eine Quest gab. Irgendwer hat mir was von der Hexe östlich von Uruia erzählt.
Ich muss mal kurz Uruja absuchen. Ich meine, ich hatte eine Quest dafür gekriegt in Uruja. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wer das war. Ich laufe jetzt mal alle Leute in Uruja ab und guck mal, ob mir irgendwer was von dieser Hexe erzählt. Mit den Leuten hatten wir allen schon gesprochen. Das heißt, das schneide ich jetzt mal alles raus und mal schauen, ob ich einen NPC finde, der mit mir jetzt über die Hexe spricht. Nur so als kleines Zwischenupdate. Ich habe gerade mal in meine Aufgaben reingeguckt und da heißt es, such die Hexe, töte sie und kehre nach Uruja zurück. Das heißt, der Questgeber war auf jeden Fall irgendwo hier. Ich brauche nur noch ein paar Minuten, um ihn zu finden. So, und nachdem ich mit den meisten Leuten in Uruja geredet habe, ich war wirklich in allen Häusern, habe mit allen geredet, dachte mir, hä, wo ist denn der Questgeber? Das ist der letzte NPC, der übrig bleibt. Das heißt, das muss der richtige sein. Ja, ich danke euch, ihr habt mich von dem Fluch befreit. Ich habe wirklich gerade alle Häuser überprüft und es war der Typ da oben. So. Ja, ehrlich gesagt, Einsamkeit. Ja, er hat uns nur die Quest gegeben, die Hexe zu töten, weil er sie verflucht hat und irgendwelche Sachen. Nehmt das hier als Belohnung. 400 Erfahrungen und eine Lebensrune erhalten. Eine alte Rune, die er irgendwann mal hier sich angeeignet hat. Wunderbar, eine Lebensrune, schöner Gegenstand. Die kann ich direkt ausgeben. Ich habe sogar zwei Lebensrunen. Wie wäre es mit... Ja, Elaine würde auch nicht schaden. Elaine und ein bisschen Wallner. Weil Elaine hat nicht ganz so viele HP meistens, deswegen schadet es nicht. So, ich glaube, ich verkaufe mal kurz ein bisschen... Gruft, ich verkaufe mal kurz ein bisschen Silber. Irgendwann gibt es auch die Möglichkeit, dass ich das ganze Silber einfach umwandeln kann. Da muss ich mich nicht die ganze Zeit hin und her teleportieren. Das wird mir dann in Zukunft ein bisschen Zeit sparen, aber das dauert noch ein bisschen. Das ist, glaube ich, levelabhängig. So, du kriegst jetzt auf jeden Fall erstmal 99 Silberbahnen, als ob ich das Geld noch brauchen würde. Aha, an den Helmen sieht man zum Beispiel, ich kann jetzt schon ein relativ gutes Upgrade für Helme machen. Und auch für Schilde. Man sieht, den ersten Helm, den ich kaufen könnte, würde schon den hier für jeden Upgrade sein. Das sieht man im kleinen roten Pfeil da. Und dann ist der nur noch ein umso höheres Upgrade. Wenn ich mir jetzt aber Helme und Rüstung für alle kaufe, oder beziehungsweise Helme und Schilde, habe ich gleich kein Geld mehr. Also warte ich einfach, bis noch ein Upgrade kommt. Ich brauche es momentan noch nicht so dringend. Die Infinum-Rüstung schützt mich schon noch ein bisschen. So, jetzt ist aber Zeit, weitere Gebiete zu erkunden. Und zwar gehe ich jetzt mal Richtung Tradern. Und meines Wissens nach ist hier auch irgendwo was. Das kann jetzt ein bisschen dauern, weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwo hier ist auch was. Mal kurz absuchen. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Und Wallner, oh, Wallner hat sogar relativ wenig Blut. Ich werde jetzt mich um den Kampf mal kurz kümmern, die ganzen Leute mit Blut ein bisschen aufpumpen und dann suche ich mal den Eingang zu dem Wald. Vielleicht hier, nein, noch nicht ganz. Und vielleicht ein Schritt. Ich konnte einen Schritt bis zum nächsten Kampf gehen. Vielleicht irgendwo hier müsste es sein. Es dauert noch ein bisschen. Es dauert, glaube ich, noch. Nächster Versuch. Irgendwo... Na, endlich. Okay, was haben wir hier? Schauen wir uns mal ein bisschen um. Wir haben einen Wolf. Die ersten paar Kämpfe zeige ich immer mal noch. Aber da ich schon rechts oben den Totenkopf nicht gesehen habe, sollte es... Nee, das wird nicht schwierig. Und es sind nur schwache Seelen. Alles klar. Die ganzen Kämpfe kann ich also wegtun. Jetzt gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Hier haben wir gleich mal was. Eklarkrall, zeig mal her. Nö, sind leider schlechter, verzeih mir. Verdammt! Wie sieht's mit Magier? Ach, der hat den Magierring sowieso schon. Alles klar, da komme ich nicht dran. Das könnte ich mir aufschreiben, aber das sollte ich vielleicht wirklich tun. Kiste nordöstlich Tradern. So, dass ich das nicht vergesse. Okay, was haben wir hier sonst noch? Zum Beispiel noch eine weitere Truhe. Fast. Ich bin gleich an der Truhe dran. Aber, ja, okay. Werwolf stirbt, vielen Dank. Das waren mal wieder die Todeskrallen von Elaine. Das war mal ein schneller Kampf. Okay, was ist hier? Lebensnektar. Schaut euch das an. Ein Schritt. Ein einziger Schritt.
Das ist wie gesagt in Vampire's Dawn 2 später dann ein bisschen besser gelöst, weil da gibt es diese Zufallskämpfe nicht mehr, sondern da gibt es nur noch Gegner, die halt auf der Karte rumlaufen. Also dann ist wie jetzt, als würde ich jetzt in der Stadt sein, da sieht man ja auch die einzelnen Menschen rumlaufen. Und genauso wird es dann auch später in den Dungeons sein. Dann sehen wir hier die Gegner um uns herumlaufen und dann können wir die entweder angreifen oder wir tun es halt nicht. Und ich werde es meistens dann auch nicht tun. Natürlich schadet es nicht, ein bisschen EP ranzuholen, aber das mache ich dann lieber an Stellen, wo die Gegner einfacher sind und die EP ein bisschen besser sind. So, das könnte eventuell sogar auch schon gewesen sein. Ja, ein, zwei Truhen gibt es hier vielleicht noch. Aber alles nichts so Interessantes hier an Loot. Ich meine, es ist ja auch nur ein Low-Level-Gebiet. Also was soll es hier schon so Interessantes geben? So, das wäre es für diese Truhe. Für dieses Gebiet. Jetzt schauen wir mal weiter. So. Jetzt muss ich mal überlegen. Tessa. Und genau, weil hier, schaut euch das Riesengebiet an, das bin ich als Kind auch mal abgelaufen. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern. Hier müsste irgendwo ein See sein. Genau, hier ist ein kleiner See. In der Nähe von dem See war irgendwas. Ich glaube, irgendwo hier drin. Es ist, wie gesagt, schon so viele Jahre her. Irgendwo hier war, glaube ich, was. Vielleicht am See dran? Nee. Ah! Totenkopf allerdings. Wisst ihr was, ich nehme jetzt hier mal einen Speicherstein her, denn wenn ich sterben, oder nee, ich nehme mal noch keinen Speicherstein. Das Gebiet merke ich mir mal noch. Oder ich könnte mal schnell schauen, wie viel Seelen es eigentlich kostet zu speichern. Das wollte ich schon länger mal überprüfen. Wie viele Seelen, ich glaube mittlere Seelen muss ich hier nehmen. Seelen, 20 normale, jetzt gucke ich mal her. 30! Es kostet 30 zu speichern. Okay, das ist sogar ein bisschen teurer, als ich dachte. Nee, aber da gehe ich vorerst nicht rein. Nee, da gehe ich vorerst nicht rein. Mir fallen noch ein, zwei andere Gebiete ein. Wobei ich mir das eventuell mal aufschreiben sollte. Das ist nordöstlich von... Die Stadt heißt übrigens, also Stadt, das Schloss da unten heißt Tranak. Ich schreibe mir mal nordöstlich Tranak auf. Weil dann weiß ich, dass ich da nochmal hin muss. Weil da will ich jetzt noch nicht reingehen. Es könnte halt sein, dass die so stark sind, dass gar nichts geht. Es gibt genau östlich von Tranak auch was. Genau, hier daran kann ich mich erinnern. Dieses kleine Waldstück, wenn ich mich nicht täusche, ist, glaube ich, auch was. Ja, daran konnte ich mich noch erinnern. Weil das ist genau, nicht östlich, sondern genau westlich von Tranak. Und das weiß ich seit meiner Kindheit noch. So, da ich hier keinen Totenkopf habe, dürfte es nicht schwierig werden. Allein schon aus dem Grund, weil ich nach wie vor noch die Infinum-Rüstung anhabe und die für mein Level immer noch relativ stark ist. Ich guck nur mal kurz. Ja, okay, das sind wahrscheinlich sogar schwache Seelen, oder? Ja, das sind, ja. Das bedeutet, die sind nicht besonders stark. Wie viele schwache Seelen habe ich denn? Ah, 47 erst, ja. Ich habe noch genug Platz. So, ich guck mal, ob ich irgendwie genau hier in die Mitte reinkomme. Das sollte ich mir auch mal aufschreiben. Östlich Tranak Truhe. Weil in die werde ich auch noch nicht rankommen. Ich bin mir auch fast sicher, dass das einzige sehr, sehr wertvolle ist, was es hier drin gibt. Diese Truhe da in der Mitte ist. Jetzt kümmere ich mich mal noch um den kurzen Wolf da. Und dann muss ich mal überlegen. Ich glaube, ich nehme sogar mal einen Speicherstein jetzt her, weil dann kann ich nämlich direkt mal ein anderes Gebiet überprüfen, weil hier in der Nähe sind nämlich mehrere interessante Gebiete, die ich gerne mal überprüfen würde. Weil ich könnte jetzt nämlich einen Speicherstein hernehmen und dann, wenn das Gebiet mir zu hart ist, kann ich einfach neu laden und dann direkt das nächste harte Gebiet überprüfen, um zu gucken, ob ich da klarkommen würde. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Es gibt nämlich hier in der Nähe drei Gebiete, glaube ich, die ich mir jetzt gerne mal angucken würde. Einmal den Wald, wo ich gerade drin war. Und dann ist ja das Schloss hier in der Nähe. Schloss Tranak. Eventuell komme ich da schon rein. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Das muss ich mal überprüfen. So, erstmal gehen wir hier raus. Und dann nehme ich mal den Speicherstein her. Und dann... Man muss immer so ein bisschen ausloten. Welche Gegner sind wo stark, wo kann man hin? Das ist immer so ein bisschen Trial and Error.
Das kann ich mir nicht merken. So, jetzt überprüfe ich nämlich zum einen mal, ob ich in das Schloss reinkomme. So, das wird natürlich bewacht. Geht weg hier, ihr habt keinen Eintritt, aber dir werde ich's zeigen. Okay, jetzt reicht's. Komm, Markus, denen geben wir eine Abräumung. Die sind relativ hart. Jetzt seid ihr dran. Die sind relativ hart und mit relativ hart meine ich, die sind richtig hart. Ich guck gleich mal, ob ich die vielleicht mit irgendwelchen Zaubern hier beharken könnte. Wichtig wäre auch, dass die relativ bald das Bluten anfangen. Eins, aber Hauptsache er fängt an zu bluten. Wunderbar. Wenn ich Glück habe, wird er jetzt gelähmt. Ne, keiner gelähmt. Okay, der linke ist blind. Das mache ich direkt nochmal. Nochmal, genau nochmal dasselbe. Ja, Walner ist schon mal tot. Ich sag euch, die sind richtig hart. Okay, komm, gelähmt, gelähmt, gelähmt. Okay, keiner gelähmt. Jetzt ziehe ich einfach mal einen schnellen Tod. Und jetzt schmeiße ich einfach Feuerregen rein. Das wird hart. Ja, ich kann jetzt nur auf den Schaden hoffen vom Bluten. Ich glaube, der rechte blutet, der linke glaube ich noch nicht. Ja, natürlich, ich werde sterben irgendwann, das ist klar. Aber wie gesagt, das ist alles so ein bisschen ausloten, ob das geht. Ja, jetzt fällt die Lane auch gleich um und das war's, weil die linke Torwache blutet auch noch gar nicht. Und wie ihr seht, ich mache auch null Schaden. Das bedeutet, ja, das war's. Aber jetzt weiß ich zumindest, da komme ich noch nicht durch. Genau deswegen habe ich nämlich gespeichert. Jetzt überprüfe ich nochmal den Wald. So. Und zwar Fledermausmantel. Okay, wo war jetzt der Wald? Der war irgendwo hier. Ja, genau. Jetzt überprüfe ich mal, ob ich mit den Viechern hier klarkomme. Oh, da ist ein Grab. Ein Speicherstein, sehr schön. Hier auf dem Grabstein steht Hyuga. Möge sein Leid ewig werden. Hyuga. Ich habe gehört, er war ein Vampir, vielleicht starb beim Heiligen Kreuzzug. Mir sagt es leider nichts. Hyuga. So, was haben wir denn hier? Horrorkoralle. Einfach mal testen, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Vielleicht mal erstummen lassen. 106 HP. das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Nee, das klappt nicht. Das könnte ich eigentlich direkt neu laden. Ich kann keinen Schaden machen. Diese Korallen kann man auch, glaube ich, nicht... hier Blut saugen. Das heißt, ich werde es auch nicht schaffen zu fliehen. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal sterben. Aber genau aus dem Grund... habe ich gespeichert. So, ich warte jetzt mal, bis sie mich getötet haben. Und dann fliege ich mal in das nächste Gebiet, was ich noch überprüfen wollen würde. Und zwar würde ich gerne noch die Mine des Königs überprüfen. Die Mine des Königs ist, glaube ich, hier unten irgendwo. Wird wahrscheinlich auch von Rittern bewacht. Ich weiß aber nicht, ob die genauso stark sind wie die Torwacht. Genau, das ist, glaube ich, die Mine. Das ist die Mine von König Geralt. Sie wird von den besten Rittern bewacht. Willst du da wirklich rein? Lass es uns wagen. Also dann los. Oh weh! Da kommen mir direkt... Oh weh, da kommen direkt mehrere. Und das Problem ist... Da ist sogar eine der Anführerinnen dabei. Na, schau mal her, welcher überraschende Besuch. Sehen glatt wie die Monster aus dem Schloss von der Eldains aus. Rächen wir so erst hier. Kommt nur her. Ja, dein Blut wird nicht nutzlos vergossen werden. Ich mehr nämlich daran lahm. Sterbt die Kreatur noch. Starker Ritter, oh Gott. Also das ist natürlich offensichtlich mein Tod. Aber es schadet nicht, es mal zu testen. Okay, gelähmt... Okay, Corina, die kann heilen. Das ist offensichtlich ziemlich gut. Ja, ihr seht, wie viel Schaden die machen. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Okay, die kann jetzt zumindest schon mal nicht mehr heilen. Es ist so ein bisschen so ein... Also es ist langsam, aber sicher muss es vorangehen. Ich meine, jetzt müsste ich es mit Blutsaugen machen, aber ich werde sterben. Aber jetzt weiß ich es wenigstens. Ich dachte, vielleicht geht's rein. Vielleicht wollte ich auch nur die Musik hören. Okay, Blutsaugen. Ich kann mal probieren, ob ich den Aska am Leben halten kann, aber ab irgendeinem Punkt treffen sie dich halt, auch wenn sie blind sind. Aber jetzt weiß ich, dass ich in keines dieser drei Gebiete reingehen sollte. Wie gesagt, das ist so ein bisschen Trial and Error. So, dann kann ich aber direkt das nächste Gebiet schon überprüfen.
um zu gucken, ob ich dafür schon stark genug bin. Und zwar hier drinnen. Hier drinnen ist meines Wissens nach einer der Schreine. Also es gibt ja verschiedene Schreine, wo man verschiedene Steine für braucht. Ich meine, viel kann ich eh noch nicht machen, weil ich keins von den benötigten Steinen habe. Ich will nur mal kurz gucken, was die Wächter mit mir machen. Das ist jetzt irgendein... Ah nee, das sind wieder diese Horrorkorallen. Okay, dann habe ich das Gebiet eventuell verwechselt. Dann ist das vielleicht keiner von den Schreinen. Aber dann würde ich sagen... ich lasse mich nochmal schnell töten. Und dann überprüfe ich noch irgendein Gebiet. Genau deswegen habe ich abgespeichert. Weil die werden mich jetzt nicht töten. Und was mir an Stelle 4 noch einfällt, ist... Oder sind die Schiffe. Hier gibt es nämlich Schiffe in der Nähe. Das da zum Beispiel. Und ich glaube, hier unten spawnt auch irgendwo eins, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau da. Ich gehe jetzt einfach mal da drauf und guck mal, ob ich mit denen klarkomme. Klar, der Totenkopf zeigt es schon an. Wer seid ihr, dein schlimmster Albtraum? Oder was seid ihr? Okay, die Matrosen sind meines Wissens noch auch relativ hart, aber das sind Menschen, also können sie bluten. Ich gucke jetzt erstmal, wie viel Schaden der so macht. Auf jeden Fall sollte das Bluten anfangen. Ja, wunderbar. Okay, nur 26 HP Schaden. Das bedeutet, meine Infinum-Rüstung schützt mich hier wunderbar. Matrosen meines Wissens nach machen nur normale Angriffe. Das bedeutet an der Stelle kein Problem. Ich werde das auf jeden Fall überleben. Die Infinum-Rüstung schützt mich. Wunderbar. Ah, schade. Nur normale Seele. Und aus deinem Albtraum wirst du nie wieder erwachen. Zack. So, ihr elenden Monster, jetzt werdet ihr sterben. Nee, auch das wird nicht funktionieren. Lieber... Keine Ahnung, wie heißt du? Matrose, glaube ich. Ich denke, da kann ich mich mit normalen Angriffen durchhauen. Weil, wenn er blutet, dann macht der Blutungsschaden sowieso den Rest. Wunderbar, er blutet, also kein Problem. Nach dem Kampf verteile ich kurz von Aska ein paar Heilungszauber. Dein Übermut ist nun dein Tod. So, jetzt verteile ich noch kurz ein bisschen Heilung. Einfach nur, weil ich es kann. Und jetzt darf Aska trinken. Was haben wir denn hier? Blinde Passagiere. So, jetzt darf Aska noch ein bisschen trinken. Und zwar so. Und das war's auch. Schiff Nummer 1. Es gibt mehrere Schiffe. Ich weiß nicht genau, wie viele, aber bestimmt 4, 5 Schiffe. Ich weiß die Zahl nicht genau. Aber es ist gut zu wissen, dass ich mit den Matrosen klarkomme, weil das ist schon einer der ein bisschen härteren Schiffe, glaube ich. Die anderen Schiffe sind da nicht ganz so. Matrosen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. So, was haben wir hier? Ein Antikrankheitsserum. Noch irgendwas? Nein, nein, nein. Okay, es gibt natürlich noch den Captain. Oh, das Problem ist, wenn ich hier da oben die Truhe nicht aufkriege, dann komme ich an die gar nicht mehr ran, weil diese Truhe oder dieses Schiff wird verschwinden. Ihr Lümmel werdet über Bord gehen. Dieses Schiff wird nämlich verschwinden. Lässt einen Gegner erblinden, schadet und blendet einen Gegner. Blutsaugen. Und das sollte auch eigentlich schon reichen. Das wär nämlich blöd. Wenn ich die Truhe jetzt nicht aufkriege, das ist nicht so geil. Okay, fängt an zu bluten. Das heißt, der Kampf sollte auch schon erledigt sein. Um auf Nummer sicher zu gehen, heile ich mich jetzt auch hin und wieder. Aber der Blutungsschaden wird jetzt den Rest auf jeden Fall erledigen. Da muss ich jetzt nicht mehr besonders viel machen. Das heißt, den Kampf werde ich jetzt einfach so durchklicken. Und hoffentlich komme ich an die Truhe ran. Ich finde es ganz interessant, was so ein Captain mit so einer Truhe macht. Wahrscheinlich hat er die irgendwo gefunden und geklaut. Der hätte ruhig eine starke Seele geben können. Grüß die Fische von mir, zack, und tot. So, mal gucken, ob ich das Ding aufkrieg. Nee, kriege ich nicht auf. Diese Truhe ist dann auch weg, weil Walner wird nämlich dieses Schiff ein Kristallschwert und ist schwächer. Walner wird dieses Schiff nämlich auch kaputt machen, jetzt. Ja, da komme ich leider nicht dran. Eventuell könnte ich versuchen, mit der Zuflucht zurückzukommen und den Seelen noch ein bisschen... das mache ich jetzt sogar mal. Ach ja, der Zauber geht hier sowieso nicht. Weil sonst hätte ich jetzt nämlich versucht, von dem Schiff runterzukommen, von den Seelen noch ein bisschen Intelligenz zu absorbieren. Dann hätte ich eventuell die Truhe aufgekriegt, aber offensichtlich funktioniert das nicht. So, ich würde sagen, ich kümmere mich auch nochmal um dieses Boot hier. Oh, Moment, das sind Ritter. Okay, das ist aber nur ein Einzelner jeweils, glaube ich. Verflucht, Eindringlinge! Oh ja, Matrosenritter, die könnten eventuell ein bisschen schwieriger sein. Egal, jetzt bin ich drauf.
Blutsaugen. Schauen wir mal, wie es läuft. Ja, wunderbar. Das waren Elaines Todeskrallen. Sofortiger Tod. Zack. Nächster. Das Schiff ist von König Geralt. Für Eindringen werdet ihr mit dem Tod bestraft oder irgendwie so. So, gucken wir mal, wie das läuft. Blenden, falls möglich. Bluten, falls möglich. Und normaler Angriff. Vielleicht nochmal tot? Nee, diesmal nicht. Kann nichts mehr sehen. Wunderbar. Damit ist der Kampf auch schon erledigt. So. Aber er blutet noch nicht. Deswegen sauge ich nochmal schnell. Komm, komm, komm. Blute, blute, blute. Jawohl, fing an zu bluten. Irgendein Ritter wird dieses Schiff bewachen. Irgendein Ritter wird dieses Schiff bewachen, weil gerade eben hatten wir ja einen Matros, also einen Captain, und irgendwer wird hier auch das Schiff bewachen. Schauen wir mal. Tja, König Geralt hat einen Soldaten weniger. Oh, einmal Eisstaub. Die Items sollte ich auch relativ bald hernehmen. So Eisstaub und all dieses Zeug, weil irgendwann später werde ich das gar nicht mehr brauchen können. So, Blutrune kriegt Walner. Hallo, Monster! Auch du solltest theoretisch kein Problem werden. Saug mal. Und ihr greift einfach alle an. Walner fällt in Starre. Oh, 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 oh. Saug auch du mal. Oder mach du Kältehauch? Damit er vielleicht, dass er vielleicht, hier gelähmt wird. Jetzt blutet der nicht mal. Und der ist auch nicht mal... Oh Gott, das wird sogar... Das kann sogar eng werden. Okay, wenigstens blutet er jetzt schon mal. Es hätte sogar eng werden können. Falls du überlebst, heil dich mal. Du wärst mal ab. Oh, 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 oh. Komm, Elaine, du schaffst es alleine. Oh Gott, komm schon, Elaine. Ich vertraue dir jetzt. Der muss doch jetzt mal verbluten. Oh Gott. Na Gott sei Dank. Das war richtig eng. Ich bin halt einfach immer zu geizig, irgendwelche Heildinger herzunehmen. Ja, ich will jetzt nicht zu oft heilen, sonst hat er nämlich... Ja genau, jetzt wird er nämlich rasend werden. Okay, dann heil einfach mal alles durch. Und jetzt komm, den schaffen wir auch noch. Ihr wagt es, in meine Kabine zu kommen. Ihr gehört nicht mal zu den Rittern. Für diesen Frevel werdet ihr sterben. So. Ist er jetzt... Nee, er ist noch nicht rasend geworden. So, jetzt müssen wir aber wirklich... Obi, obi. Vielleicht sogar noch ein Item hernehmen. Was haben wir denn? Juckpulver? Nee, lieber nicht. Eissturm, halt 50 für die ganze Gruppe. Nee, lieber mal ein zweites Mal saugen. Schauen wir mal. Sicher, der muss... Oh nein, der blutet nicht. Oder wir sind zu schwach. Es könnte auch sein, dass wir zu schwach sind. Ah, genau, weil er kann nämlich Blut trinken. Und Elaine konnte das nämlich nicht. Okay, hast du noch irgendwas Interessantes? Ja, der macht schon ein bisschen Schaden. Du saugst nochmal und du probierst es mal mit einem Feuerstrahl. Könnte eng werden, aber er blutet, glaube ich, noch nicht, oder? Ist bereits blind, wunderbar. Gott sei Dank, er blutet. Das wird den Kampf schon ein bisschen einfacher machen. Ja, er kann nicht heilen, weil das Problem ist, er blutet nämlich auch. Das heißt, er wird die ganze Zeit auf Null bleiben. Vielleicht kriegt er noch den Eisding durch. Ja, jetzt ziehe ich einfach durch. Am Schluss werden sie eh alle blutet. Hauptsache, der Gegner blutet. Der macht zumindest ein bisschen Schaden. Dieser... Oh, ist gelähmt! Wunderbar! Das heißt, solange ich jetzt Zauber mache, kommt er aus dieser Lähmung auch nicht mehr raus. Das heißt, jetzt könnte ich nämlich einfach... Wunderbar. Ja, jetzt ist eh erledigt. Puh, starke Seele. Elaine 23. Und wieder nichts als leere Worte. Das, was auch für ihn... Enges Ding diesmal, ganz schön enges Ding. Dann haben wir hier einen Speicherstein. Rondache. Oder Rondache, ich weiß überhaupt nicht, wie man das ausspricht. Okay, was war das? Das war wahrscheinlich irgendein... Ach, das war ein Schild.
24 Verteidigung und Lichtschutz. Ja, das kannst du nehmen. Und Todeskrallen hat sie genauso wie so schon anliegen. Wunderbar. So einfach kann das gehen. Er hat sogar noch genug Mana oder genug Blut, um die Fledermaus zu machen. Und dann das Schiff zu versenken. Und dann nach Asran zu gehen. Und kurz jemanden auszusaugen, damit das ganze Blut von allen wieder voll ist. Zum Beispiel dich. Halt, stehen bleiben. Halt, 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 lass dich aussaugen. So, damit sind alle wieder auf Vollblut. Und heilen werden sie sich im Verlauf der Zeit. Das war schon mal nicht schlecht. Das war schon mal gar nicht schlecht. Genau, alle haben volles Blut. Das Rasen hat sich dann auch gleich wieder erledigt. Und heilen tun sie sich über die Zeit. Aber in Asran habe ich momentan erstmal nichts zu tun. So, das war doch wunderbar. Genauso will ich das haben. Das heißt, an der Stelle war es das auch schon wieder. So, langsam. Jetzt habe ich auch die ganz große Insel, zumindest den Großteil, abgesucht. Ein, zwei Orte habe ich eventuell noch vergessen. Vielleicht ein paar Strände. Aber die suche ich dann schon. Ich gucke mir mal ein paar andere an, aber bald bin ich ready, um in der Story weiterzumachen. Ein paar Level noch, vielleicht bis Level 25 und dann geht's in den Schattenwald, denke ich. Und da wartet der richtig erste große Endgegner, würde ich sagen. Aber an dieser Stelle... Speicherstein... Seht, jetzt haben wir schon wieder 9. Das heißt, die gehen mir wahrscheinlich sowieso nicht aus. Zack, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.